Komm, 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 komm. Benutze es, benutze es. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Ja, ich habe die Kommentare gelesen, der gute Hegara wünscht sich gern den Pelzhut. Oder hat er gemeint, der sieht am coolsten aus? Daumen, benutzen wir den jetzt mal. Ja, wir müssen hier weiter. So eine klassische... schnell rüber. Durchs Gulasch. Alter, was? Was? Nochmal. Komm. Ey, ich trau mich nicht. rüber, los. Auch Gang. Jo. Er ist doch eh easy eigentlich. Eigentlich doch eh easy. Da guck mal ein Herz. Hat sich jemand verewigt. Hier rauf. Ah ja, okay. Alter Schwede. Komm schon. Du bist auch aggressiv. Ja, die Raben. Jo. Nu? Geht der jetzt endlich mal weg? Nein. Ich lauf schon mal. Oder? Hilfe! Schnell rein, schnell rein, schnell rein! Ja, ja, ein Gewehr! Komm, 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 komm! Benutze es, benutze es! Bumm! Ja, cool. Alter. Ich hatte nicht gedacht, dass man sich so wehren kann. Ich meine, man kann irgendwie nur... ja, davonlaufen oder so. Hey. Kann ich da nicht nachgucken? Lebt der jetzt noch? Liegt der da jetzt? Mann. Cool. Jo, damit werden wir den los. Vielleicht gibt es hier was Verstecktes. Gar nichts. Was liegt da im Vordergrund? Nee, nichts Besonderes. Okay. Ja, ja, gut. Dann müssen wir wohl hier auf dem Brett davon segeln. Wie die alte Frau bei Titanic. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. War's das schon? Kann ich gar nichts machen? Oh.
Sehr traurig eigentlich, die zwei kleinen Wichte. Das stimmt, ein Fernseher. Noch einer. Ja. Okay. Warum steht er auf? Oh. Jetzt kommen wir in die Stadt. Bewegen sich die Häuser. Deutlich kann ich für das machen. Ich muss schon sagen, die Stimmung in dem Spiel ist echt, also von der Musik her, vom Artstyle, schon cool. Hä? Da ist jemand. Was macht der da? Ja! Okay. Okay, okay, okay. Noch mal kurz gucken, ob es hier vielleicht noch was gibt, eine Mütze oder sowas. Obwohl da jetzt eh schon was war. Ja, ich denke nicht, wenn wir hier schon was gesammelt haben. Die Tür scheint es nicht zu sein. Komm ins Licht. Hier noch was vielleicht? Versteckt im Eck. Nichts. Ah, unsichtbare Mauer. Gut. Hier auch nicht. Ach, vor allem die Spuren. Man sieht sogar die Spuren im Sand. Haben sie richtig schön gemacht. Na gut. Dann gehen wir jetzt rein. Okay. So kann man auch Fernsehen gucken. Hier gibt es sonst nichts, oder? Außer dem Schuh. Schuh. Klamotten liegen überall rum. Mich würde halt interessieren, ob ich die Story von Nightmare 1, Little Nightmares 1 jetzt wissen müsste, ne? Ob es irgendwie was zu bedeuten hat, dass die Leute hier alle ihre Schuhe liegen lassen. Oder ihre Kleidung. Und warum die Bösen, sag ich jetzt mal, irgendwie so aussehen, als wären sie Stoffpuppen.
Und vor allem die Wichte, die wir sind. Also, weiß ich nicht, was wir darstellen. Kinder oder so, die zu viel Fernseh gucken. Die werden irgendwie in diese Welt gesaugt. Ich weiß es nicht genau. Also, das ist halt so meine Vermutung jetzt. Aber ich muss jetzt, wie gesagt, den ersten Teil wahrscheinlich spielen, um das genau zu wissen, oder? Oder es gibt gar keinen Hintergrund und es ist einfach nur ein Albtraum. Jo. Gut. Noch mehr Fernseher. Verdächtig viele Fernseher. Bis jetzt. Was? 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 Geht's da runter, oder wie? Ja. Leute. Six, du musst mir da raufhelfen, glaube ich, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Ja, ne. Ja, mach halt. Ne. Nochmal, komm. Vergiss mich immer festzuhalten. Jetzt. Aha. 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 Jo. Hi. Und jetzt? Nein. Verdammt. Aber ich weiß jetzt ungefähr. Also den muss man da runterstoßen. Und dann zieht es mich wahrscheinlich weiter hoch. Zack. Ah nee, schade. Schwingen. Los. Eins. Zwei. Was liegt da im Fernseher drin? Da glitzert was. Ich riskiere es kurz. Sorry, Leute. Ich will sehen, ob das was ist. Wahrscheinlich ist es nichts. Nur eine blöde Spiegelung. Nein, da ist auch nichts. Oder? Reinkriechen? Geht nicht? Nee. Nee, sorry. War jetzt umsonst, ne? Aber sah halt für mich aus, als wäre da irgendwie, weiß ich nicht, Schlüssel oder sowas. So. Hi. Ja. So. So, noch mal ein bisschen schwingen. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. So. Ah, du stehst schon so da. Ja, gut, gut, gut. Dann machen wir den hier. Nicht. Ach doch. Wow. Ja, auch gut. Gleich eine Etage höher. Das soll jetzt klappen, oder wie? Ja, gut, gut. Okay. Ich dachte, man braucht mal mehr Anlauf für das. Auf, auf, auf. Jo, wo geht's hier hin? Nicht, dass ich gleich runterfall wieder. Also hier kommt Six her. Ah, gut, da ist wieder so ein... Genau. Whatever. Hier rüber. Nein, nein! L
Läuft der über die Kante? Nein. Ja, jetzt wird's peinlich. Leute, tut mir leid. Ich streng mich wieder an, ja? So. 6. Da. Dankeschön. Da. Hüpfen wir drüber. Gut. Doch, hängt die da einer? Oder haben denn im Spiel die Leichen so zensiert? Kann das sein? Dass einfach ja, nur die Kleidung rumliegt. Damit man keine Leichen sieht. Oh ne. Nein! Der Fernseher! Weg! Raus wieder! Raus hier! Ich muss anscheinend in das Licht. Kann ich den ausschalten irgendwie? Aha. Ah, ich kann ihn steuern. Aha. Einstellen der Sendung. Jo. Wie sehe ich, was richtig ist? Ach so. Aha. Okay. Krass. Krass, krass. Jo Leute, ich würde auch sagen, an der Stelle mache ich Schluss für die Folge. Danke fürs Reingucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und wenn ihr Bock drauf habt, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.